Moin Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zum Race Car Revival Summit und damit einem weiteren Summit mit leider relativ mau ausgelegten Belohnungen. Wir kriegen für Bronze 5000 Ersatzteile, für Silber 10 Legendenpunkte, immerhin für neuere Spieler echt wertvoll. Für Gold gibt es dann den Forsberg Racing Gold Leader, der ist halt leider nicht allzu besonders. Und für Platin den Rohgoldrauch, auch der meiner Meinung nach optisch nicht so ganz das Wahre. Belohnungstechnisch also nicht ganz so krass. Dafür ist der Summit mal wieder was für, ich sag mal, fast alle Spieler, da wir hier quasi keine oder kaum Sets brauchen. Wir haben nämlich 6 Events, alle mit geliehenen Fahrzeugen. Das heißt, ihr habt keine Nitro-Teile, ihr habt keine Profi-Settings. Die einzigen Vorteile, die es nach wie vor gibt, sind auf PC die Clutch-Mods und die wirklichen Haarshifter-Clutches, wodurch man halt einfach schneller schalten kann. Das macht hier wirklich einen starken Unterschied, gerade mit den alten Autos. Aber alles in allem ist es trotzdem ein ganz schöner Summit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Lasst wie immer gerne ein bisschen Liebe da, schreibt einen Kommentar, liked das Video, abonniert den Kanal. Und wie immer, viel Spaß beim Video, viel Glück beim Selberspielen. So, ihr Lieben, wie schon angekündigt, fahren wir in diesem Summit alle Events mit geliehenen Fahrzeugen. Das ist aber nicht unbedingt nur ein Vorteil. Nachteil davon ist nämlich, ihr habt hier keine Profi-Settings und keine eigenen Tuning-Teile. Das heißt, das Nitro ist auch schwächer. Beim Miata werdet ihr allerdings eher die Profi-Settings merken. Es ist einfach ein Stock-Rally-Rate-Auto und verdammt rutschig. Hat eine total beschissene Lenkung in der Luft. Und gerade das wird euch jetzt zum Verhängnis, denn das erste Event werdet ihr verdammt viel Zeit in der Luft verspringen. Ihr seht schon, der erste große Sprung und das passiert hier tatsächlich am laufenden Band. Ihr werdet jetzt beim zweiten Sprung direkt sehen, was passieren kann, wenn ihr da Fehler macht, wo hier nämlich Papa Pyro zum Beispiel komplett nach rechts weglenkt und ihr seht schon auf der Map unten, dass er respawnen musste, weil sein Auto sich in der Luft immer weiter gedreht hat. Das bedeutet, wenn ihr in der Luft einmal ins Drehen kommt, habt ihr quasi keine Chance, das wieder zu retten. Manchmal schon, manchmal kriegt man das irgendwie hin, dass das Auto sich wieder dreht, aber das ist absolut random und das ist ein Riesenproblem. Denn ihr müsst dafür sorgen, dass euer Auto in der Luft gerade bleibt. Und wie macht ihr das? Im besten Fall, indem ihr vor dem Sprung und während dem Sprung nicht lenken müsst. Das heißt, solltet ihr auf einen Sprung zufahren, was hier ständig passiert, guckt, dass ihr euer Auto gerade haltet. Und zwar vorher schon. Richtet es so aus, wie es nachher sein soll, wo ihr ungefähr hin wollt. Und guckt, dass ihr es gerade haltet, damit ihr am besten in der Luft gar nicht mehr lenken müsst. Minimale Lenkbewegungen kann man machen, aber auch nur ganz vorsichtig. Wenn man stark lenkt, war es das eigentlich sofort. So, ansonsten kann ich euch tatsächlich nur raten, hier die manuelle Schaltung zu benutzen. Denn spätestens, wenn ihr hier den Berg hochfahren müsst gegen Ende der Strecke, werdet ihr merken, dass ein zu hoher Gang hier echt zum Problem wird. Ja, auch Automatikschaltung kann hier funktionieren, aber hier mit manuell zu fahren kann tatsächlich ein ordentlicher Vorteil sein, weil ihr euren Gang selber bestimmen könnt und dementsprechend natürlich zum Beispiel im dritten Gang bleiben könnt, um ein bisschen mehr Tempo zu bekommen. Ich habe hier tatsächlich tendenziell eher einen zu hohen Gang benutzt, also nicht unbedingt komplett nach mir richten, was das mit dem Schalten angeht, aber tatsächlich kann manuelle Schaltung hier echt ein Vorteil sein. So, letzter Sprung, merkt man ganz gut, dass er Nitro hier auch noch mit Kraft ist, also vielleicht zu dem ersten Event auch noch gesagt, Nitro geben ist in der Luft am allerstärksten, also wenn ihr könnt, in der Luft in einen hohen Gang schalten und Nitro geben, kann euch sehr stark rausbeschleunigen, kann euch hier einige Zeit schenken. Kann man machen. Gut, zweites Event, selbes Auto, solltet ihr eventuell schon ganz gut kennen, weil ihr wahrscheinlich schon mal irgendwann gefarmt habt in diesem Spiel. Und dann ist eins der großen Standard-Events natürlich Hammer Express, was wir jetzt hier im zweiten Event fahren müssen, wieder mit dem Miata. Wir fahren am Anfang direkt nach rechts weg, denn bei diesem Event gibt es keine Checkpoints. Hier gibt es nur Start und Ziel und ihr müsst irgendwie zum Ziel kommen und euer Auto muss es überleben. Wir haben also oben eine Fahrzeugzustandsanzeige. Ihr dürft also nicht zu viele Unfälle bauen, das ist aber mit dem Rally-Raid-Wagen tatsächlich wenig ein Problem. Gut, ihr fahrt im Prinzip rechts direkt runter in die Stadt, haltet euch hier auf den Hauptstraßen relativ links. Sobald ihr jetzt hier links über die Brücke die Stadt verlasst, kommt ihr gleich zu dem ersten großen Cut, oder eigentlich dem einzigen großen Cut. Sobald ihr jetzt hier zur nächsten Linkskurve kommt, fahrt ihr stattdessen rechts raus. Ihr seht auf der Map so eine kleine ovale Stadt hier, so ein kleines Dörfchen. Da fahrt ihr im Prinzip einfach durch, fahrt aber direkt am Ende einfach wieder gerade raus. Und sobald ihr hier über der Straße seid, könnt ihr respawnen. Okay, am Ende. Also am Ende dieser kleinen ovalen Stadt, nochmal gerade raus. Sobald ihr über die Straße springt, respawnen. Dann landet ihr mit knapp 3 Kilometern Reststrecke im Offroad an einem ganz anderen Punkt der Strecke. Ist tatsächlich, ja, ein ziemlich übler Respawn-Cut, aber den benutzt man auch beim Farmen. Von daher hoffe ich, dass der den euch nichts ausmacht. Den kennt auch eigentlich jeder, dadurch, dass der beim Farmen so gang und gäbe ist.
Gut, danach könnt ihr im Prinzip relativ gut alles durchcutten und guckt, dass ihr möglichst geradeaus durch zum Ziel fahrt. Natürlich versuchen wir dabei, jegliche Bäume, Steine und zu extreme Felsen zu vermeiden. Die Route, die ich hier genommen habe, funktioniert dafür ganz gut. Mit Nitro könnt ihr euch hier ganz gut immer wieder auf ein bisschen höheres Tempo schießen. Guckt allerdings, dass euer Nitro möglichst voll bleibt. Wieso? Weil je voller euer Nitro ist, desto stärker ist es auch. Auch so eine Bemerkung, die man immer mal gemacht haben sollte. Heißt, wenn ihr 10% Nitro geladen habt und drückt das leer, ist das deutlich schwächer, als wenn ihr 100% geladen habt und drückt bis 90%. In beiden Fällen habt ihr 10% Nitro ausgegeben, nur die Wirkung ist viel geringer, wenn euer Nitro leer ist. Also, Nitro, wenn möglich, immer voll, beziehungsweise fast voll. Ganz voll bedeutet, ihr verschwendet es, weil es sich nicht weiter aufladen kann. Also immer gucken, dass ihr so zwischen 100 und 80% Nitro seid, ist eigentlich optimal. Gut, letztes Event bei dem Revival von dem Mazda RX-7. Fahren wir tatsächlich hier ein Vulkanrennen, was, muss man einfach sagen, ziemlich anstrengend sein kann. Es ist eigentlich die einfachste Strecke, kann aber auch echt zum Problem werden. Die Strecke ist länger als die anderen, was bedeutet, ihr müsst länger konzentriert fahren, ist dafür aber mehr Standard, also tatsächlich simples Kurvenfahren und Rally Raid, wie es sein sollte. Wir fahren also hier tatsächlich ziemlich wenig auf Straßen, was ja in Motorfest so ein Ding ist, dass man irgendwie Rally-Raid-Events mehr auf Straßen fährt als bei Rally-Cross-Events. Warum das so ist, keine Ahnung. Aber auch hier gibt es einige Dinge, die man beachten kann. So zum Beispiel bei ungefähr 40 Sekunden hier der Checkpoint, den cutten wir quasi links leicht weg, weil dahinter so eine Mauer kommt und wir uns dadurch quasi einen kompletten Lenkvorgang sparen können, nämlich diese Linkslenkung nach diesem Hügel. Gut, danach eine scharfe Rechtskurve und den Berg runter seht ihr schon auf der Map ganz gut, dass es sich um weite S-Kurven handelt. Die könnt ihr im Prinzip auch komplett cutten. Ihr fahrt ein Rally-Raid-Auto, ihr verliert Offroad keinen Speed, nutzt das aus, fahrt geradeaus durch. Wenn wir dann bei ungefähr einer Minute hier auf diesen Berg hochfahren, gibt es zwei Möglichkeiten. Nummer eins, wie ich es jetzt hier gemacht habe, den relativ weit Außenweg benutzen und dafür relativ safe sein. Oder das, was Pyro gemacht hat, nämlich hier über diesen Vulkan quasi komplett drüber jeeten. Kann man machen, Problem, da ist ein extrem großer Sprung dabei, wo davor ein, zwei Hügel sind, die so ein bisschen schief sind. Wenn ihr da mit einem falschen Winkel ankommt, wird es euch killen. Und wir hatten das Thema schon, in der Luft lenken ist nicht. Das heißt, damit könnt ihr euch auch die gesamte Runde versauen. Ist also verdammt riskant. Bei der Rampe, die dann kommt, bei ungefähr 1 Minute 15 oder was das jetzt war, fahren wir einfach links oder rechts dran vorbei. Links ist, glaube ich, sicherer, weil man weniger Bumps hat. Rechts kann gefährlicher sein, aber kann auch theoretisch ein bisschen schneller sein. Ich habe hier den linken Weg genommen und kann euch nur raten, dasselbe zu tun, weil reichen tut das auf jeden Fall. Gut, danach kommt ihr auch im Prinzip schon beim Ziel an und das war's mit dem Mazda. Relativ easy, kein allzu großes Problem, das Event solltet ihr, denke ich, schaffen. Die Mazda-Events generell, würde ich sagen, das erste ist eigentlich das übelste, weil die Sprünge da extrem random sind. Mit dem Rest kommt ihr klar. War übrigens der MX-5, nicht der RX-7. Okay, ja, ich hoffe, das hat jetzt niemand gemerkt. Gut, kommen wir zum Roadrunner. Die Events sind tatsächlich relativ basic und kennen wir ganz gut. Trotzdem ein, zwei Anmerkungen vorweg. Das Auto ist ein Schiff, also wirklich schwerfällig und... ja, halt ein altes Muscle-Car, das nicht unbedingt gerne Kurven fährt. Das bedeutet, viel zu viel Speed solltet ihr in Kurven nicht unbedingt mitnehmen. Bei der ersten Strecke haben wir direkt einen relativ starken Cut. Hier bei ungefähr 22, 23 Sekunden cutten wir links am Checkpoint vorbei raus und respawnen dann hier hinter dem Gebäude erst relativ spät. Kann man machen, funktioniert. Allerdings haben wir im Nachhinein herausgefunden, dass, ich sag mal, der Durchschnittsfahrer, wenn er sauber fährt, wahrscheinlich auf der normalen Strecke genauso schnell ist. Also tatsächlich, die Schwitzer werden das so machen, aber die werden da auch mit einem Tempo durchpusten, was schon wieder nicht mehr menschlich ist. Was bedeutet, diesen Cut kann man machen, der kann auch Zeit bringen, aber er ist nicht essentiell, um dem Summit jetzt Platin zu verpassen. Ja, also der kann helfen. Gut, ansonsten ist die Strecke relativ easy, wir haben viele weitläufige Kurven, wo man ganz gut durchkommt. Man sieht aber auch hier an der Art, wie ich hinter Pyro herfahre, dass er ein sehr viel sauberes Lenkverhalten hat, wodurch ich an ein, zwei Stellen wegrutsche, wo er ganz schön sauber fahren kann. Also... versucht, das Auto unter Kontrolle zu halten. Rutschen ist der Feind, rutschen kostet Zeit. So kann man es, denke ich, ganz gut runterbrechen. Das Problem bei der Strecke wird viel eher sein, sie drei Runden sauber zu fahren. Ach ja, und stellt eure KI-Schwierigkeit in den Schwierigkeitseinstellungen für das Rennen auf jeden Fall auf 1. Auf 5 sind die NPCs nämlich gerade am Anfang der Strecke eine Riesengemeinheit und blockieren euch den gesamten Weg. Gut, zweites Event mit dem Roadrunner fahren wir das Carbon Project aus der Gymkhana-Playlist. Auch hier relativ easy, es ist eine Strecke genau wie beim Hammer Express, beim Mazda eben. Uns interessieren nur Start und Ziel, der Weg ist uns egal. Das heißt, wir cutten direkt beim Start im Prinzip ein bisschen links raus, um auf die Straße zu kommen.
keine allzu große Schwierigkeit und danach kommt erstmal nicht viel. Wir fahren ganz viel geradeaus hier einfach am Vulkan entlang, das ist relativ gechillt. Ich glaube, damit kommt ihr ganz gut klar. Wirklich kritisch wird es dann erst wieder, wenn wir hier auf die Vulkankurve zufahren. Hier gibt es drei Möglichkeiten. Nummer 1 ist der Cut, den Pyro macht, weit links innen rein. Nummer 2 ist der Cut, den ich mache, ein bisschen weiter außen. Und Nummer 3 ist das, was Toasty macht, nämlich die Strecke normal fahren. Ja, das ist der Vorteil, wenn wir es damit zu dritt machen. Ihr seht jetzt hier, dass Pyros Weg theoretisch der schnellste ist, wenn man denn die Kontrolle behält. Und das ist das Problem, er hatte hier einen Kontrollverlust und dann ist der Try natürlich tot. Schwierig. Mein Weg war zwar sauber, allerdings bin ich nur relativ langsam rausgekommen. Nicht unbedingt optimal und ihr seht schon, dass Toasty hier mit Windschatten wieder rankommt. Also ja, Toastys Weg ist theoretisch der langsamste, aber wenn man dann mit Windschatten wieder rankommt, auch kein Problem, das hier normal zu fahren. Auch das kann man machen, kann euch Zeit schenken, aber das alleine, wenn ihr den Cut auslasst, wird euch nicht das Summit kosten. Ja, das sind dann, wenn überhaupt, ganz viele Kleinigkeiten. Gut, aber im Endeffekt ist das auch schon das, was hier mit am essentiellsten ist zu zeigen. Ihr seht, dass Toasty und ich das jetzt hier machen und davor Pyro und ich. Windschatten gibt diesem Auto extrem viel. Ihr könnt deutlich schneller, deutlich konstant auf Höchstgeschwindigkeit fahren, wenn ihr Windschatten fahrt. Gut, zweiter Cut bei ungefähr 4 Kilometern Rest. Toasty hat hier den Weg übers Wasser gewählt, das war natürlich Mist. Ich habe es über den Strand versucht und ich muss sagen, so stark, wie mich das abgebremst hat, glaube ich tatsächlich nicht, dass das zu empfehlen ist. Also würde ich tatsächlich hier einfach auf der Straße bleiben. Gerne mal eine Antwort von den Schwitzern in die Kommentare, Smart Pyro, wenn auch immer ihr da eine wirkliche Info zu habt, was man da wählen sollte, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Den Kommentar kann ich dann anpinnen. Also für die Leute auf YouTube, guckt in den Kommentaren vorbei. Da ist wahrscheinlich ein angepinnter Kommentar, der euch sagt, wie ihr hier fahren solltet. Weil da wird definitiv einen besten Weg geben. Wir haben halt hier ein bisschen rumprobiert. Gut. Danach ein kleiner Cut noch bei 1 Kilometer Restzeit auf die Brücke und das war's. Rest ist dann nur noch runterfahren, relativ easy und klappt ganz gut. Wie gesagt, das Einzige, wo ich mir bei der Strecke nicht ganz sicher bin, ist der Cut über den Strand, ob man den jetzt wirklich machen sollte. Ich bezweifle es stark, aber es hat mich im Endeffekt nicht umgebracht. Meine Zeit war komplett akzeptabel und ist punktetechnisch definitiv auf einem Platin-Niveau. Also alles entspannt, auch wenn ihr über den Strand cuttet und das am Ende der falsche Weg ist. Gut, beim dritten Event, ich glaube, das ist die Freedom Edition vom Roadrunner, ist ein absolutes Standard-Windschatten-Event. Das heißt, wenn ihr könnt, auch hier fahrt auf jeden Fall im Windschatten. Ihr werdet jetzt gleich direkt sehen, warum. Man kann mit dem Auto hier knapp 310 Sachen fahren. Mit Windschatten geht das halt relativ konstant auf der langen Geraden. Und das will man natürlich. Gut, jetzt hier am Anfang ist es natürlich beim ersten Ausbeschleunigen noch nicht so, aber ab dem ersten Mal in die Runde fahren quasi, ne, also ab, sobald man wieder zum Start kommt, kann man hier wirklich viel Zeit rausholen mit Windschatten. Gut, die große Schikane kann man auf jeden Fall Fullspeed nehmen, das ist kein Problem. Direkt bei der zweiten Kurve hier werdet ihr sehen, habe ich es Fullspeed versucht und das ein bisschen bereut, weil ich auch zu spät eingelenkt habe, muss man zugeben. Also da ruhig ein ordentliches Stück vom Gas gehen, deutlich früher einlenken, dann kommt ihr da ganz sauber rum. Danach haben wir hier die S-Kurven, wo man ganz ehrlich sagen muss, gut vom Gas gehen, dritter oder vierter Gang und dann geht das relativ entspannt. Da muss man tatsächlich sagen, ist die Freedom Edition relativ gönnerhaft. Die rutscht zwar auch gerne weg, aber auch eigentlich nur, wenn ihr wirklich Vollspeed geht. Und das solltet ihr bei so einem Rennen generell vermeiden in engen Kurven. Ja, also es ist immer noch ein Muscle Car. Vollspeed in engen Kurven funktioniert mit denen in aller Regel nicht so gut. So, danach haben wir hier relativ entspanntes Kurvenfahren. Guckt, dass ihr hier bei 1 Minute 10 bei der Kurve nicht zu viel Tempo habt, sonst passiert euch das, was mir und Pyro hier passiert ist. Und ihr werdet zu weit nach außen getragen. Dafür ist der Wagen einfach nicht wendig genug. Ja, ich werde in diesem Rennen definitiv auch noch einen Try machen müssen, aber gut. Und dann, sobald ihr hier bei 1 Minute 25 ungefähr um die Kurve rum seid, habt ihr quasi lange, lange freie Fahrt. Und da könnt ihr dann mit Nitro und Windschatten wirklich viel rausholen. Guckt, wie das Tempo sich hier immer weiter steigert. 310 sind dann hier konstant über die gesamte Länge drin. Und das ist am Ende wirklich wichtig für die Zeit. So, also auch hier, ich werde das definitiv nochmal verbessern müssen. Guckt auf jeden Fall gerne am Sonntag im Stream vorbei, da machen wir sowas für gewöhnlich. Also Sonntag ist definitiv Summit-Zeit. Guckt im Stream vorbei, Twitch-Link in der Videobeschreibung. Gut, für die erste Flucht nehmen wir den Bugatti Centodieci und den Red Bull RB14 Disruption Edition oder den normalen RB14 mit einem Nitro-Mischer auf pro Extra-Portion. Beide, wir starten mit dem RB14, fahren von links nach rechts in die Flucht rein. Unser Ziel ist tatsächlich hier den Tunnel mit möglichst knapp unter 400, wenn nicht sogar 400 Sachen konstant zu fahren. Problem hierbei ist der Verkehr. Ich hatte jetzt hier einen ziemlich glücklichen Try, das wird euch nicht oft passieren. Es war auch nicht der erste Versuch, macht euch da keine Illusion, das sieht nicht immer bei mir so aus. Wo ich tatsächlich hier die ganze Zeit keinen Verkehr hatte. Ihr werdet Verkehr haben und der wird euch im Weg sein und zwar verdammt viel. Ich weiß nicht, wieso ich hier plötzlich keinen Verkehr hatte. Nennt sich Verkehrsbug, passiert mal, ist eine extrem random glückliche Sache.
Gut, sobald ihr dann unten auf der Hauptstraße ankommt, wechselt ihr zum Bugatti Cento Dieci. Problem hierbei, der Blitzwechsel per PlayStation funktioniert mit Viereck und das ist der Handbremseknopf, das heißt, ihr bremst dabei automatisch. Ihr könnt dafür theoretisch die Handbremse für diese Flucht extra auf eine andere Taste umlegen, damit ihr nicht abgebremst werdet. Ob euch das die Mühe wert ist, müsst ihr aber wissen. Ihr werdet jetzt hier sehen, dass es definitiv auch ohne funktioniert. Ihr müsst dann mit dem Cento Dieci halt wirklich auch wieder Fullspeed hier einfach dem Highway folgen. Soweit relativ simpel. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht ganz so weit schaffen wie die Ultraschwitzer, die hier 10.000 Meter machen. Ich aber auch nicht. Und ihr werdet jetzt sehen, es ist auch vollkommen egal. Ja, ich habe jetzt hier 6.800 Meter gemacht. Das ist definitiv eine sehr gute Meterzahl. Sind 140.000 Punkte, das reicht für Platin. Das hier ist ein Platin-Guide, kein Platz-1-Guide. Die 10.000 Meter, ja, das sind die Extremschwitzer, die machen das auf einem ganz anderen Level. So, und damit kommen wir zur zweiten Flucht. Die fahre ich nur mit dem Cento Dieci und meiner Meinung nach ist die schwerer als die erste. Aber auch nur, wenn man den Weg nicht kennt. Wenn man einmal einen guten Weg dafür drin hat, geht es tatsächlich. Also, wir holen von hinten Anlauf und für den ersten Teil muss ich euch tatsächlich sagen, könnte ich jetzt endlich mal wieder das Thema Gattern ansprechen. Ich werde es jetzt aber nicht ausführen. Gattern ist tatsächlich aber für den ersten Teil dieses Highways, den wir hier fahren, relativ praktisch, einfach um die Kurven sauberer zu kriegen und schneller durchzukommen. Sobald ihr bei den S-Kurven angekommen seid, bitte prägt euch meinen Winkel da gut ein. Ich fahre hier ziemlich gerade raus, sodass ich an der zweiten S-Kurve links knapp dran vorbeifliege, ja? Und dann seht ihr hier, fahre ich durch diese kleinen Bäume in einem knappen Winkel rechts runter und da gibt es eine Lücke, wo ihr, wenn ihr die mal gefunden habt, eigentlich relativ konstant Fullspeed durchfliegen könnt durch die Bäume. Wenn ihr nicht auf diesen Winkel achtet und nicht nach einer guten Lücke sucht, werdet ihr immer und immer und immer wieder in die Bäume fliegen und das gilt es zu vermeiden. Gut, danach machen wir einen Cut, den wir aus Scene 7 kennen, wodurch wir dann hier am Ende auf den Highway kommen. Da habe ich jetzt nicht groß drüber reden können, weil diese Baumdurchfahrt meiner Meinung nach deutlich wichtiger ist. Und springen dann direkt danach hier wieder runter durch den Fluss, um hinten auf die Straße zu kommen. Das ist aus einer anderen Flucht, das ist halt alles jetzt viel zu viel, um das am Stück durchzukommentieren. Es ist im Endeffekt, tatsächlich sind das 3-4 Cuts aus verschiedenen Fluchten und Rennen, die wir hier hintereinander hängen. Die Flucht ist nicht ganz einfach. Im Idealfall haben wir dann danach irgendwie 7.000, 8.000 Meter. Auch das wieder 140.000 Punkte fast. Es ist nicht einfach, keine Frage. Die Flucht ist schwierig. Prägt euch den Weg ein, versucht ihn so gut wie es geht nachzuempfinden und dann kommt ihr hier aber punktetechnisch klar. Gut. Für das letzte Ding, Punktebrecher auf rein und erfahren, beziehungsweise auf rein und extrem, für Flugzeug und ich habe jetzt hier für Rally Raid den Porsche 959 Raid benutzt. Tatsächlich habe ich für beides keine Settings, das ist der Grund, weshalb keine Settings eingeblendet sind. Ich besitze aktuell noch keine Settings für den 959 Raid. Wenn ihr damit nicht klarkommt, werden wir aber dieses Wochenende Settings für euch noch eintesten und die werden dann im Discord landen. Also könnt ihr euch die ab dem Wochenende irgendwann in Discord abgreifen. Gut. Ansonsten ist der Volltreffertest relativ Standard. Ihr müsst gucken, dass ihr einfach immer diesen mittleren Punkt erwischt. Beim Fliegen könnte es für einige wieder ein bisschen schwieriger werden. Ich weiß, mit Fliegen hat es nicht jeder so. Der Rally Raid Part, würde ich behaupten, ist aber relativ easy. Und wenn ihr jetzt oben links auf die Zeit guckt, werdet ihr auch merken, dass Zeit in diesem Volltreffertest wirklich kein Problem ist. Ich hatte 45 oder 43 Sekunden Restzeit am Ende. Also wirklich ein zeitliches Problem werdet ihr hier wahrscheinlich nicht kriegen. Eher so ein bisschen was mit dem Fliegen oder dem sauberen Erwischen der Punkte, aber das traue ich euch zu. Ich glaube, das ist in diesem Summit tatsächlich das geringste Problem. So, wenn ihr das alles so halbwegs eingeführt habt, dann oder durchgeführt habt, seid ihr bei etwas über 1,25 Millionen Punkten, oder ich bin es in dem Fall. Da das hier aber keine krassen Belohnungen mehr sind, gehe ich nicht davon aus, dass dieser Summit extrem hoch gehen wird. Also macht es entspannt. Guckt, dass ihr im besten Fall mit Windschatten fahrt. Versucht euch über die Woche hin und wieder zu verbessern und dann solltet ihr hier ganz gut klarkommen. Und wenn ihr danach immer noch Zeit und Energie habt, schaut auf jeden Fall mal bei meinem Partner Holy vorbei. Code SirFixifo5 für die Erstbestellung oder Code SirFixifo für alle folgenden Bestellungen. Und ich empfehle immer die Testpakete. Ja, also ein Energy- und Eistee-Testpaket habe ich tatsächlich noch nichts Negatives drüber gehört. Die es schon probiert haben, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Einfach um den Leuten, die es noch nicht probiert haben, klar zu machen, dass das tatsächlich eine lohnenswerte Sache ist. Also, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Viel Glück beim selber spielen. Lasst ein Like und ein Abo da und bis dann.